Mindestens 187.000 Corona-Fälle sind bislang, also insgesamt, in Deutschland bestätigt. Inzwischen ist die Infektionskurve im Vergleich zum April sehr stark abgeflacht. Von Woche zu Woche werden die Auflagen gelockert. Aber dann kommt doch ein Schreck. Wenn nämlich wie aus dem Nichts plötzlich richtige Infektionsherde entdeckt werden. Heute wurden etwa aus einem Fleischbetrieb in Gütersloh hunderte positive Corona-Tests gemeldet. Die Firma Tönjes ist der größte Fleischverarbeiter in Deutschland. 7000 Menschen arbeiten hier, und zwar gefährlich nah beieinander. Nun ist die Schlachtung gestoppt. Mehr als 400 Mitarbeiter sind schon in Quarantäne. Ebenso gehen in Quarantäne alle weiteren Personen, die auf dem Werksgelände arbeiten und die wir nochmals testen werden. Nicht der erste Fleischbetrieb in NRW, bei dem ein Infektionsherd festgestellt wurde. Bei einem anschließend groß angelegten Corona-Reihentest wurden erst nur wenige Fälle entdeckt. Dabei ist es nicht geblieben, auch bedingt durch die engen, überfüllten Wohnverhältnisse, in denen die meist aus Osteuropa stammenden Arbeiter untergebracht sind. In der Fleischindustrie wird im großen Stil Arbeit ausgelagert und damit auch Verantwortung delegiert, mit dem Ergebnis, dass die Leute oft brutalst ausgebeutet werden und dann in ihren Wohnverhältnissen auch noch abgezockt werden. Die hohe Zahl der Neuinfektionen hat Folgen. Im Kreis Gütersloh werden ab morgen alle Kitas und Schulen geschlossen. Gütersloh hofft so, den kompletten Lockdown noch verhindern zu können. Ein anderer Hotspot: Berlin-Neukölln, der Multikulti-Vorzeigebezirk der Hauptstadt. Auch hier beengte Wohnverhältnisse. Mehrere Mietshäuser mit rund 370 Haushalten stehen deshalb unter Quarantäne. Es ist nicht jeder infiziert. Es ist, die meisten oder viele von den Bewohnern sind einfach gesund. Und sie jetzt einfach in kleinen Wohnungen zu färchen, in so ein wirklich voll besetztes Haus, ist einfach maximal schwierig, also beinahe menschenunwürdig. Sisa Lima arbeitet als Ärztin und darf deshalb das Haus verlassen. Mittlerweile kontrolliert die Polizei, ob die Hausgemeinschaften die Quarantäneregeln auch einhalten. Es ist aber besonders dramatisch, dass das Coronavirus oder ein Virus, eine Virusinfektion dort sich wie ein Lauffeuer natürlich verbreitet, weil die Verhältnisse einfach sehr beengt sind. Entdeckt wurde das Ausbruchsgeschehen durch ein infiziertes Kind an einer Schule Anfang des Monats, also rund um Pfingsten. Viele der positiv Getesteten gehören der christlichen Pfingstbewegung an. Ein Gemeindepfarrer könnte das Virus unwissentlich verbreitet haben. In den betroffenen Häusern wird weiterhin großflächig getestet, um festzustellen, wie viele Menschen noch isoliert werden müssen und wo Entwarnung gegeben werden kann. Soweit der Blick auf die aktuellen Infektionsherde in Deutschland. Jedes Bundesland hat ja andere Corona-Auflagen und auch ein anderes Tempo beim Lockern. Die Kanzlerin und ihr Kabinett hatten zuletzt vor 4 Wochen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten, damals noch per Videokonferenz, heute nun zum ersten Mal wieder persönlich. Angela Merkel und die Länderchefs wollten in Berlin eine gemeinsame Linie beim weiteren Vorgehen in der Corona-Krise finden. Ein Ergebnis: die Großveranstaltungen werden grundsätzlich bundesweit bis mindestens Ende Oktober verboten. Es könne aber Ausnahmen geben, so hieß es. Und wir fragen nach, direkt vor dem Kanzleramt bei Michaela Küfner. Sie hat das Treffen beobachtet. Michaela, was sind die wichtigsten Ergebnisse und welche Prioritäten kann man daran erkennen? Ja, dass man doch noch vorsichtig bleiben will. Gleichzeitig wissen wir, das Oktoberfest war ja sowieso schon längst abgesagt, dass jetzt keine so großen Veranstaltungen bundesweit überhaupt stattfinden dürfen. Gleichzeitig möchte man die Kinder wieder in der Schule sehen. Darauf hat man sich auch geeinigt, dass außer es gibt jetzt akute Fälle, wie der gerade im Beitrag war, wo man Schulen wieder schließen muss, soll bundesweit wieder der Schulbesuch, der Kita-Besuch möglich sein. Und man hält an dem Mindestabstand von 1,5 Metern fest, genauso wie am Tragen von Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Bereichen, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber auch da gibt es teils regionale Abstufungen. Insgesamt sieht man, dass das jetzt mehr ein Nachjustieren ist, dass Deutschland, die deutsche Regierung und auch die Länder hier deutlich demonstrieren wollen, dass sie eine Formel in diesen normalen Zustand Corona scheinbar gefunden haben, wie man damit umgeht. Das Tage bevor die ersten Sommerferien anfangen. Und da könnten die Karten natürlich noch mal neu gemischt werden, wenn es so viel Reisebewegung gibt. Mhm. Auch über das Konjunkturpaket zur Corona-Krise hat die Kanzlerin gesprochen. Wir hören mal gemeinsam kurz rein. Der wirtschaftliche Einschnitt ist der gravierendste, den wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben.
Und wir werden viel Kraft brauchen, um sozusagen den Weg auch weiter gut zu gehen, damit der Wohlstand in unserem Lande sich vernünftig entwickeln kann für die Menschen und die Bürgerinnen und Bürger. Ja, ich finde, das klingt fast bedrohlicher als die Pandemie selbst. Wie ist das einzuordnen? Ja, das ist eine Umschreibung von über 280 Milliarden an neuen Schulden, die Deutschland beschlossen hat, dass es aufnehmen will. Das ist ein Rekordniveau, das hat man hier noch nicht gesehen. Und man kam von einer schwarzen Null, die aus Überzeugung von beiden Seiten der Großen Koalition mit den Sozialdemokraten vertreten wurde. Also es ist eine historische Zäsur und es bedeutet viele Schulden für die künftigen Generationen. Und womöglich noch notwendiges Nachjustieren. Das könnte nicht das Ende gewesen sein, sollte es noch mal eine Verschärfung der Corona-Situation gegeben haben. Ein gesellschaftlicher Einschnitt und immer noch die offene Frage, was denn der allgemeine Preis auch der Corona-Maßnahmen am Ende gewesen sein könnte, wenn man bedenkt, welche Bereiche das umfasst hat, auch die Schulen, was Kinder verpasst haben, was Digitalisierung angeht. Da kommen wir sogar gleich in der Sendung auch noch dazu. Aber wie groß ist die Sorge konkret vor einer zweiten Infektionswelle? Das schimmerte jetzt in all Ihren Antworten so ein bisschen durch, dass da Sorge ist. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt. Ich hatte die Gelegenheit, die Bundeskanzlerin zu fragen. Sie wurde sogar zweimal gefragt und da hat sie geantwortet, sie weiß nicht, warum sie sich jetzt mit etwas befassen soll, was überhaupt nicht auf der Agenda steht. Natürlich werde man alle Maßnahmen ergreifen, um solche Ausbrüche wie in diesem Fall des fleischverarbeitenden Betriebes in Nordrhein-Westfalen, neue Ausbrüche, Hotspots einzugrenzen. Dann saß aber Herr Söder aus Bayern, der Premierminister von Bayern, neben ihr und der zeigte sich ein wenig mehr besorgt. Denn man will natürlich verhindern, dass einzelne solche Hotspots wieder zu einer Art Flächenbrand werden können. Und da ist natürlich noch nicht sicher, ob dies geschehen könnte durch die Reisetätigkeit jetzt im Sommer hier in Deutschland. Danke fürs Einschätzen. Danke für die Information, Michaela Küfner.